6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Viele Menschen sind ja sehr erstaunt, wenn man sie damit konfrontiert, dass in Deutschland 6 Millionen Menschen nicht ausreichend lesen und schreiben können. Das deutsche Schulsystem ist überfordert, allen Menschen Kulturtechniken, die man braucht, für den Alltag im ausreichenden Maße beizubringen. Denn das, was wir nachher in der Erwachsenenbildung tun, ist für die Betroffenen eine sehr, sehr mühsame Geschichte. Weil diese Wort lesen und schreiben nicht zu können, da versetzt er den, der nicht lesen und schreiben kann, gleich in Angst. Bin ich vielleicht einfach zu blöd? Bin ich nicht intelligent genug? Und das ist ja ganz schrecklich. Also heute weiß man ja einfach viel mehr, womit das zusammenhängt. Und ich denke, da hilft einfach auch wieder Aufklärung, darüber zu sprechen. Hat man ein Problem mit Lesen und Schreiben, wird man auch ein bisschen abgestempelt. Ist ganz schön viel Arbeit, sich das raufzuschaufeln. Ich kann das sagen, aus eigener Erfahrung. Vom Winde verweht hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe es geschafft. Du musst dich als Mensch für diese Sache nicht schämen. Macht es überhaupt noch Sinn, dass wir in unserer Schule Jahre von Lernen und Unterricht ausgeben müssen,